Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ah, sorry, das war alles gar nicht so ganz geplant und so weiter. Egal, wir sind zurück und ab morgen ist auch wieder die Facecam dabei. Jetzt habe ich es geschafft, das alles aufzubauen. Ab morgen ist sie wieder da, denn ihr habt ihr euch bei jeder Folge gewünscht. Also kommt ihr sofort. Zusätzlich, aha, es gab ein neues BeamNG Update, ein ziemlich cooles, und zwar 0.1.13. Das ist das Crossover mit Automation, das ist so ein Spiel. Und so weiter und so fort. Einerseits haben wir die digitale, also die nur 2D in dem Spiel verfügbare Test. Modding angeht, wir können machen und so weiter. Ziemlich cool. Ich habe das Spiel nicht, ich werde es wahrscheinlich. Aber es gibt ja noch ganz viele Mods, die uns angucken. Wir werden aber hier nochmal mit der ETK Track Day weiter. Wollen wir erstmal ein paar Runden auf der Rennstrecke fahren, die ein bisschen kennenlernen und die neuen Sounds hören. Wie gesagt, es gibt auch neue Sounds. Ja, dann wollen wir das mal gucken. Und dann habe ich eine Mod nämlich schon runtergeladen, die mit Automation gemacht wird, also mit dem anderen Spiel. Oh, da war ein neuer Sound. Werden wir uns da mal ausprobieren, dann kann ich vielleicht gleich mal kurz einen Blick ins. Die Fahrzeuge haben viel mehr Grip, oder? Wurde nämlich was verändert. Ich meine, die Autos haben mehr Grip. Das spürt man eigentlich auch. Ich glaube, die Autos haben mehr Grip, das mag ich. Meine bei BeamNG hatten sonst immer ein bisschen wenig Grip. Oh, das neue Sounds, oh, das sieht gut an. So, hier rum natürlich ETK Car Track Day Variante. Neue Sounds sind gut. Oh. Sounds sind gut. Also bisher gefällt mir das Update. Ist halt eben jetzt kein riesen Update mit Content und so weiter. Der Content kommt über die Mods. Das sei hier. Aber soweit gefällt mir das erstmal. Vielleicht kaufe ich mir Automation zum Beispiel Zeitpunkt oder so. Glaube aber erstmal nicht. Okay, haben wir das. Hier von der Rennstrecke hatte ich kurz mal geguckt. Kennen sie nicht wirklich. Aber hier nur noch Sicht. Das geht schlecht aus. Boah, sind die Sounds geil, die neuen. Viel besser an und unser Wagen ist Schrott, wie ihr seht. Die Federung ist nicht. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon. Und statt hier, ich weiß nicht, haben wir noch zwei. Weigung und so weiter. So, die ist eng. Also die Autos sitzen um einiges stabiler, untersteuern auch viel weniger. Ich weiß nicht, ob sie was bei Controls geändert haben, also mit der Lenkung. Auf jeden Fall fährt sich ziemlich gut. Ja. Aber das sind auch ziemlich schnell. Einfach ein bisschen zuhören, ne? Also die ganzen neuen Sounds sind echt geil. Ich habe auch alle Mods übrigens rausgeschmissen. Wir haben wieder ein komplettes Vanilla-Game, bis auf die eine Automation-Mod. Lange Strecke. Hier drin, hoch, runter. So, hier sind wir jetzt statt Ziel. Ein Crash machen. Das Signal. So, und wir machen jetzt einen schönen Crash. Barrieren. Ah, ich wollte zur Stadt Ziel, bitte. So, und ja, kann ich. Zeige ich euch am Ende der Folge. Also, wie gibt's, gibt hier neue Fahrzeuge. Ihr seht hier überall das BeamNG-Fahrzeug und dann gibt's die. Die crashen, soweit ich weiß, nicht ganz so gut. Die haben auch ein paar Physics bei denen. Das hier die erste Mal, die ich jetzt runtergeladen habe. Das eine. Ja, ich habe es auch nicht ausprobiert. Jetzt baut sich kurz einmal auf. Läuft sehr langsam hoch. Keine Innenansicht, wie ihr seht.
Dann sieht es so aus. Mal losfahren. Lichter gehen aber alles, kann mit Blinker. Ja. Wollen wir mal gucken, wie der sich fährt. Sagt von einem. Oh, wow. User erstellt der Wagen. Ich weiß nicht, wie der sich fährt oder wie der sich handelt. Es gibt alles Mögliche. Es gibt so ausgedachte. Wow, der driftet. Ausgedachte Hypercars. Ganz viele Leute machen echte Autos nach. Die kann man nämlich vom Styling jetzt nicht gut treffen. Irgendwie. Oh, hat der 4 Euro Steer. Wow. Der ist gewöhnungsbedürftig. Und es gibt auch Offroading und so weiter. Es gibt ziemlich viel, ist ganz cool. Ja, boah, unglaublich. Der hat unglaubliche Probleme mit der Gewichtsverlagerung. Also im Vergleich zum ETK. Geiler, danke, da weg. Da seht ihr, die crashen nicht so. Im Vergleich zum ETK hat der ziemlich große. Also der ist nicht annähernd so Ballon. Einen kompletten Crash vorne gegen die Wand machen, dann zeige ich mir das hier. Und er dreht die Räder durch. So, und so sieht ein 240 km/h Crash mit denen aus. Wie gesagt, bei denen geht es nicht ums Crashen, sondern mehr ums Fahren. Geht dann noch eigentlich, ne? Also, dafür, dass da nichts. Sonst ist, glaube ich, nicht wirklich was Neues dabei. Was haben wir denn so? Skidpad, ja, da habe ich doch mal. Nehmen wir mal einen anderen Wagen aus. Komm auf Skidpad. Da auch neue Sounds. Ey, schon rausgedreht. Das ging schnell. So. Das ist natürlich mit Tastatur super schwer. Also rumzufahren. Zu halten, die Drifts. Drift. Halten, halten. Ah, das war zu viel schon wieder. Okay, wir haben hier ein Skidpad, das ist ganz cool. Können wir auch versuchen, mal auf der Trockenen. Ah, die neuen Sounds sind schick. Das gefällt mir. Einige tolle Updates. Start und Landebahn. Danke sehr. Komm. So, Klatschkick, dann kriegt das. Mit dem Klatschkick kriegt man das Heck immer raus. Mal noch. Also, Klatschkicken ist, wenn man einfach fährt und dann kurz die du Kupplung durchtritt. Dadurch halt eben. Drehungen hoch, und wenn man dann die Kupplung wieder schnell kommen lässt, dann ist der Unterschied groß. Ganz viel Power wird plötzlich hinten zu den Heckrädern in dem. Wir drehen die Reifen durch. Wir haben unseren wunderschönen Burnout, beziehungsweise. Aber die Map scheint schon mal ziemlich cool zu sein. Ey, Hallöchen. Ja, aber die Offroad-Strecke, die können wir auch. Ja, und die Mods und halt eben die ganzen. Das sind das Interessante. Kann ich ja für die nächste Folge noch ein paar runterladen. Die könnt ihr auch natürlich wünschen, wenn ihr irgendein bestimmtes Automation-Fahrzeug habt. Aber, dann. An. Das war unangenehm.
Können wir uns einmal kurz angucken, oder? Ja, kurz gucken. Es ist viele Upgrades hat das Spiel durch das. Aber viel ist das halt eben nicht direkt sichtbar. Kein neues Fahrzeug oder so, aber die Sounds, die Physics, alles nochmal ein bisschen. Fällt mir auf jeden Fall das Update. Und wie gesagt, jetzt haben wir so viel Content. Content, was Fahrzeuge angeht. Wir haben auch neue normale Fahrzeuge, die auch crashen, also zum Beispiel ein 70er Dodge Coronet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Überblick zum neuen Ford Focus. Und die Suzuki Ignis. Und gibt es dann auch wieder die, die Facecam, Webcam und so weiter und so fort. Wünsche mir mal in die Kommentare. Ich bin euch bei euch fürs Zuschauen. Das kann ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.